don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. Ich glaube, im Hintergrund kann man schon so ein kleines bisschen erkennen. Hier ist ein kleines bisschen Chaos. Wir haben uns dazu entschieden, da Jakob, der natürlich hier auch mit am Start ist, noch Urlaub hat, dass wir mit der Küche ein kleines bisschen früher anfangen als gedacht. Was mich natürlich sehr happy macht, denn ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ob ich es alleine machen soll. Wir haben vor, die Küche ein bisschen zu verändern. Und zwar haben wir... Übrigens, hier ist schon ein bisschen was abmontiert. Haben wir eine Küche, die schon ein bisschen älter ist. Die ist ja in der Farbe wie dieser Buffetschrank. Und wir waren sehr froh, dass hier überhaupt eine Küche drin war, als wir eingezogen sind. Das hat es uns natürlich ein bisschen erleichtert. Wir mussten nicht sofort nach einer neuen Küche gucken. Und wir hatten aber schon direkt von Anfang an gesagt, dass wir die jetzt nicht so, wie sie ist, für immer behalten möchten, sondern dass wir ein bisschen was verändern wollen. Einfach damit es ein bisschen mehr unserem Stil entspricht. Obwohl ich dazu sagen muss, es gibt wesentlich schlimmere oder ja hässlichere, sage ich jetzt mal, Küchen. Und wir haben wirklich noch Glück gehabt. Und was uns halt ganz gut in die Karten spielt, ist, dass die Schränke oder generell die Küche an sich noch super in Schuss ist. Die ist zwar schon alt, aber die Schränke und generell, das ist noch alles sehr, sehr gut. Also es ist nichts kaputt oder so. Die ist wirklich noch super in Schuss und wirklich sehr robust. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir lassen die Küche, wir werden keine neue dahinstellen oder eine neue kaufen, sondern wir werden die einfach ein kleines bisschen verschönern. Und ich habe hier auch schon diese Knöpfe abmontiert, denn neue Knöpfe wird es auch geben. Ich habe mir schon, bevor wir umgezogen sind, neue Knöpfe geholt. Und zwar diese hier, so weiße, die sehen total süß aus. Und genau, wir haben jetzt hier alle Türen verteilt, haben auf die Rückseite auch Zettelchen geklebt, damit wir wissen, welche Tür wohin kommt, weil wir haben manche, die so ein bisschen gleich sind und nicht, dass wir dann irgendwie stundenlang brauchen, um die richtigen Türen zu finden. Und dann haben wir gestern schon mal so ein bisschen probeweise angefangen. Hier liegen jetzt schon eins, zwei und da steht noch eine, so drei, die wir schon geschliffen haben. Aber wir hatten gestern schon einen kleinen Fail und zwar haben wir uns eigentlich bei Action diese Farbe hier geholt. Wir hatten damals den Lack für unsere Küche in Duisburg auch bei Action geholt und ich muss sagen, die sind natürlich super preisgünstig im Vergleich zum Baumarkt und die sind wirklich sehr, sehr gut. Also bei uns haben die bisher super funktioniert. Also wo hatten wir das auch wieder vor? Dann haben wir allerdings die Farbe hier gesehen und das ist eine Kreidefarbe, die auch extra für Möbel gedacht ist. Dann habe ich die gestern ausprobiert. Und es war wirklich ein Fail. Also das war so gut wie nichts. Und dann hatten wir natürlich ein kleines Problem, denn Action ist bei uns nicht um die Ecke. Und da hätten wir schon wieder 40 Kilometer fahren müssen. Und dann haben wir gedacht, komm, auch wenn der Lack da viel günstiger ist, aber man muss ja dann auch wieder denken, dann fährt man wieder dahin, der Sprit und so weiter. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, Lack beim Baumarkt zu holen. Der war jetzt ein bisschen teurer, aber... umgerechnet ist es dann wieder normal. Wir haben jetzt nur eine Dose geholt, weil ich erstmal schauen wollte und ich noch eine Dreiviertelvolle hier habe, weil ich denselben Ton draußen benutzt habe. Und zwar ist das vom Hagebau die Eigenmarke Renovo, einfach Buntlack in Silbergrau. Und wie gesagt, habe ich den schon mal gekauft, damit habe ich draußen auch teilweise gestrichen. Der ist nämlich für innen und außen, so nochmal als kleinen Überblick, damit ich euch das nochmal mehr zeigen kann.
Wir haben also jetzt in der Küche Tag der offenen Tür und haben bis auf die Schubladen alle Türen abgemacht. So ist es eigentlich viel einfacher, das dann zu schleifen und zu malen. Wir haben uns hier alles so ein bisschen aufgebaut, weil hier einfach die größte Fläche ist. Und die hier werde ich jetzt gleich als erstes mal anmalen. Einfach auch als Probe, damit man sieht, wie es aussieht. Jakob hat sich gerade schon dahingesetzt und ist die nächste Tür am Schleifen. Wir haben so eine kleine Schleifmaschine, zeig dir mal, die ist richtig süß. Die ist richtig putzig mit so einem Dreiecks-Dingsbums. Und damit klappt das aber ziemlich gut. Man sieht, ich weiß nicht, wie man es in der Kamera erkennen kann, aber in echt ist schon auf jeden Fall ein Unterschied da. Das ist jetzt natürlich viel heller. Ja, und wie gesagt, hier ist unser Lack. Wir haben Pinselchen, die habe ich einfach für 1 Euro beim Teddy gekauft. Und wir haben da noch so ein paar Rollen und auch so ein, ich weiß gar nicht, wo der andere ist. Was denn? Der, dieses blaue... Ach, das ist oben noch in der Badewanne. Ah, okay. Da müssen wir das noch holen und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an. Wir haben den nächsten Tag, so sieht jetzt der Stand aus. Wir haben uns gestern dann dazu entschieden, einfach aus Platzgründen, dass es vielleicht doch besser wäre, hier alles auszulegen und dann auch genau da, wo man die hinlegt, schon zu streichen. Also habe ich mich gestern, hier lag noch eins und da hinten, dazu entschieden, die hier hinzulegen und habe dann hier gestrichen. Und hier liegen auch noch Türen. Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Ich habe die Farbe, also den Lack ja auch schon draußen benutzt, der ist ja für innen und außen. Und war draußen schon super begeistert, denn das ist nur eine Schicht und es ist einfach so gut geworden. Wenn ich euch mal näher dran halte, dann sieht man das ganz gut. Ich habe gesehen, an so ein paar kleinen Ecken müsste ich eventuell nochmal drüber gehen, so mit dem Pinsel, wo einfach ein bisschen zu wenig Farbe dran gekommen ist. Aber das ist ja normal. Ich bin schon mal froh, dass ich nicht doppelt drüber gehen muss, sondern dass eine Schicht schon reicht. Ich bin so happy. Die Farbe habe ich mir genau so vorgestellt. Das Einzige, was ein bisschen schwieriger war, waren die hier. Da habe ich auch so ein bisschen das Glas mit bemalt, weil es einfach sonst unmöglich war. Wir hatten leider Kreppband, das war zu groß, also zu breit und das hat dann nicht so gut geklappt. Deswegen habe ich es so gemacht. Ich werde aber dann einfach mit Nagellackentferner da dran gehen und dann die Scheibe sauber machen. Und dann ist das auch erledigt. Hier muss ich nochmal drüber gehen, denn hier ist noch so ein kleiner Streifen. Wie man sieht, Jakob sitzt da hinten, der macht gerade schon die zweite Tür dran. Wir haben schon eine dran gemacht und zwar die hier. So wird es final aussehen mit diesen Knöpfen hier. Ich bin einfach so happy. Das sieht so schön aus. Hier haben wir auch schon in der Schublade den Knopf dran gemacht. Genauso wie an der Schublade hier. Die hatten wir ja nicht rausgeholt. Die hatten wir einfach so angemalt. Und die sind auch schon gut getrocknet. Dann habe ich gestern noch am Boden gelegen und habe hier unten diese Leisten grau gemacht. Ist die Tür dran? Ja. Hier ist noch ein bisschen Chaos. Wir haben gestern noch einen Kuchen gebacken. Dann haben wir heute Morgen Frühstück gemacht. Also bitte nicht beachten. Das ist so ein kleiner Real Life hier. Oh mein Gott, wie schön sieht das aus. Oh mein Gott, geil. Kann man sich natürlich jetzt noch nicht so ganz vorstellen, wenn nicht alle Türen dran sind. Aber
Das ist so geil geworden. Ich habe ja gestern dann noch hier auch die großen Seiten gestrichen, hier an der Seite auch. Das ist auch richtig, richtig gut geworden. Und auch hier diese ganzen Leisten. Da sind, wie gesagt, zwischendrin noch so zwei, drei Stellen, wo vielleicht nicht ganz so viel Farbe hingekommen ist. Das werde ich einfach noch ausbessern. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen landhausmäßig. Ich sage ja, so sieht das dann aus mit der fertigen Tür. Und ich finde das halt so schön mit diesem Muster da drin, beziehungsweise oder diese Einkerbungen. Dann mit dem Grau und diesen Knöpfen, finde ich, passt das so gut. Ich habe eben gemerkt, ich habe hier diese Leiste vergessen zu streichen. Das mache ich dann nachher auch noch schnell. Aber so insgesamt sieht das dann so ein bisschen landhausmäßig aus. Und ich glaube, das passt einfach so gut hier rein. Gestern habe ich mal weitergemacht und unseren Buffetschrank angemalt. Der ist echt über Nacht gut durchgetrocknet, muss ich sagen. Die Türen von der Küche haben ja ein bisschen länger gebraucht. Aber ich habe gerade eben schon mal gefühlt. Und es ist alles auf jeden Fall schon gut trocken geworden. Ich hatte die Türen über Nacht aufstehen lassen, damit nicht irgendwie aus Versehen was dran klebt. Und ich muss sagen, der erste Anstrich sieht wieder sehr, sehr gut aus. Ich sage ja, die Farbe ist der Wahnsinn. Das ist wirklich krass. Und ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal begeistert. Das, was ich noch machen muss, ich muss da noch eine gerade Linie machen. Aber ich hatte gestern zuerst das hier gemacht und dann bin ich die ganze Zeit hier dran gekommen, wenn ich da in die Ecken wollte. Deswegen mache ich das jetzt gleich noch. Und wie man sieht, hier an den Türen noch diese Zwischenräume. Allerdings hatte ich da auch Probleme mit bei den Türen von der Küche. Ja, das ist ein bisschen schwieriger, weil man die ganze Zeit ans Glas kommt und dann, ne? Deswegen mache ich das dann noch in Ruhe. Aber es sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Die Seite von der Küche habe ich gestern auch nochmal gemacht. Da war so ein komischer Streifen in der Mitte. Aber jetzt ist perfekt. Und ich mache jetzt gleich mal die neuen Knöpfe dran. Und ich glaube, wenn ich den dann zurückschiebe und der wieder an seinem Platz steht, sieht das super, super schön aus. Knöpfe sind dran. Wie schön sieht dieser Schrank bitte aus? Ich hätte es mir echt nicht schöner vorstellen können. Das macht so viel aus, dass der jetzt auch dieselbe Farbe hat wie die Küche. Und ich habe eben gemerkt, dass ich beim letzten Mal ja gar nicht das Endergebnis gefilmt habe, also von der Küche. Das filme ich euch natürlich jetzt gleich auch noch ab. Ich hatte irgendwie im Kopf, ich hätte es getan. Bitte beachtet das Chaos nicht. Ja, das muss ich gleich alles noch ein bisschen aufräumen. Aber so sieht das Ergebnis der Küche aus. Wir hatten natürlich dann alle Türen dran gemacht und davon habe ich eben halt gesprochen. Das war halt super schwierig, das alles so ein bisschen hier zu streichen, weil so dünne Pinsel hatte ich leider nicht. Und ja, im Endeffekt musste ich dann doch auf die Scheiben malen und dann so ein bisschen versuchen, das abzumachen. Hat natürlich funktioniert, war aber doppelte Arbeit gefühlt. Das passt alles. Wir haben auch unten diese Leisten da, die haben wir komplett sauber gemacht. Ich hatte echt Angst, dass wir neue kaufen müssen, weil die ganz, ganz komisch aussahen. Aber die haben wir dann sauber gemacht und auch gestrichen, damit die auch grau sind. Und die Seiten hier natürlich auch. Und so sieht es jetzt aus. Ich finde es richtig schön. Ich finde, das hat jetzt richtig was von Landhaus. Ich wollte halt diese Muster gar nicht weghaben, sonst hätte ich ja direkt eine neue Küche kaufen können. Ich fand die nämlich total schön, halt nur nicht in diesem Orange oder in dieser Farbe. Und in dem Grau gefällt mir das jetzt richtig gut. Und jetzt bin ich froh, dass wir den Schrank da gemacht haben. Und als nächstes kommt dann dieser Schrank hier dran. I've heard all the lies, but you ain't.
Cause you want dollar bills right now. But you gotta work real hard. I know you want it to be easy. So let your guard down. And I said, see it in your mind. Trust that. Have what it takes inside. Cause you can make it too. Something knocked you out. You felt your limitations and filled your mind with doubt. You wanna stay.